In dem Video geht es um die letzte Fahrzeugkategorie und der Fahrzeuglader. Und das sind die Stapler. Wir öffnen wieder das Menü. Gehen hier wieder quasi zum Unterpunkt Lader und öffnen Stapler. Da haben wir einen Jungheinrich EFG S50. Hat eine Motorleistung von 57 PS. Es hat ein stufenloses Getriebe, ist elektrisch, also ein Elektrostapler. Hat 80 Kilowattstunden Batterie. Eine Gesamtgeschwindigkeit oder eine Höchstgeschwindigkeit von 17 Stundenkilometer und ein Gesamtgewicht von 8,2 Tonnen. Das ist ein Stapler, der wo eigentlich schon große Gewichte heben kann. Durch den Hubmaß, der wo recht niedrig ist, bietet es sich auch gut an, um LKW von Rampen auszubeladen, da man hier direkt in den LKW reinfahren kann. Dann haben wir hier den Manitou M50-4. Der hat eine Motorleistung von 75 PS, stufenloses Getriebe. 85 Liter Kraftstoff, Tank und 20 Stundenkilometer ist er schnell und hat ein Gewicht von 8,4 Tonnen. Ist auch ein etwas schwererer Stapler, mit dem man zum Beispiel schwere Bretterpaletten und so weiter bewegen kann. Man hat hier die Möglichkeit, einen Reifenhersteller und die Reifenvariante zu ändern. Und genau, damit sind wir auch mit den Staplern durch. Und als nächstes kommt dann. Wenn wir hier schauen, geht es mit den Anhängern dann weiter. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen, könnt den Kanal abonnieren und wir hören uns dann im nächsten Video. Bis dann.